Was geht ab, meine Dedicated Bros? It's-a-me, Luigi Kid, und willkommen zu meinem allerersten deutschen Video auf diesem neuen deutschen Kanal. Die meisten Leute kennen mich wahrscheinlich bereits unter Luigi Kid Gaming, wo ich meine Videos ausschließlich auf Englisch kommentiere. Tja, nach langer Überlegung beschloss ich endlich auch einen deutschsprachigen Kanal zu erstellen, wo ich meine Videos eben mal für das deutsche Publikum mache. Tja, also falls es euch gefällt, dann unbedingt abonnieren und einen Daumen nach oben lassen, wenn ihr mehr deutsche Videos haben wollt. Ich werde hier von Zeit zu Zeit etwas Neues hochladen. Der Main-Channel bekommt trotzdem tägliche Uploads, wo ich auf Englisch kommentiere. Und ja, hoffentlich sieht man sehr viele von euch hier. Ich habe beschlossen, als erstes deutsches Projekt Undertale anzufangen, weil es da auch eben einen deutschen Patch gibt und ich Undertale echt geliebt habe. Also es war absolut eines meiner Lieblingsspiele. Leute, ich würde sagen, lasst uns beginnen, oder? Vor langer Zeit herrschen zwei Rassen über die Erde, Menschen und Monster. Eines Tages jedoch brach ein Krieg zwischen den beiden Rassen aus. Echt komisch, das mal auf Deutsch zu lesen. Nach einem langen Kampf erlangten die Menschen schließlich den Sieg. Sie versiegelten die Monster unter der Erde mit einem Zauberspruch. Komisch, dass man dann irgendwie trotzdem da hinunterkam. Zahlreiche Jahre später. Martin Ebert 2001X, was auch immer. Mann. Die Legende besagt, dass keiner vom Berg jemals zurückkehren würde. So ist es, ha? Ach ja, Leute. Ja, Deutsch ist meine Muttersprache. Ihr braucht nicht verwundert sein. Ich habe einen wahrscheinlich starken österreichischen Akzent und spreche ab und zu mit Dialekt, vor allem wenn ich mich aufrege, also seid gewarnt. Eventuell versteht ihr einige Wörter nicht, die ich spreche. Aber ich habe ja auch schon auf dem Main-Channel zwei deutsche Videos hochgeladen, vielleicht habt ihr das bereits mitbekommen. Tja, und wir starten endlich mit Undertale, diesmal auf Deutsch. Ich kann es eigentlich kaum erwarten. Übersetzung von Chris Blue, wie ihr sehen könnt. Und lasst uns beginnen. Spiel starten. Name wie immer René. Übrigens, ja, für die Leute, die es nicht wissen, ich habe Undertale eigentlich bereits durchgespielt, habe aber alles gelöscht. Meinen kompletten Fortschritt gelöscht. Mit einem Programm. Damit die Charaktere mich nicht wiedererkennen können. Weil es ist ziemlich seltsam, dass wenn du ein neues Spiel erstellst, dich die Charaktere trotzdem wiedererkennen. Und da gibt es verschiedene Dialoge. Also, wir spielen hier mit unserem Charakter, René, wie mein richtiger Name, und da haben wir schon Flowey. Oh, ja, natürlich. Hast du nichts Besseres zu tun? Verdammt, das ist nur, weil ich schon probiert habe zu recorden. Das ist echt scheiße. Normalerweise würde ich sagen, hallo, ich bin Flowey, Flowey die Blume. Siehst du das Herz? Das ist deine Seele, die Manifestierung deiner Existenz. Deine Seele ist erst schwach, wird jedoch stärker, wenn du GT sammelst. Ah, GT, also GT ist nicht Love, oder wie? Was GT steht? Für Güte natürlich. Oh, das ist gut. Du willst doch auch Güte, oder nicht? Keine Sorge, ich teile sie mit dir. Hier unten wird Güte gezahlt durch kleine weiße Freundeskugeln. Bist du soweit? Lauf herum, sammle so viel wie du kannst. Natürlich. Möchtest mich umbringen, ha? Du Idiot! In dieser Welt gibt es nur töten oder getötet werden. Warum würde irgendwer so eine Chance verpassen? Tja, Leute. Sieht nicht gut aus für mich. Stirb! Tja. Dieses Gelächter macht mich echt wahnsinnig. Warum auch immer habe ich auch wieder meine Energie zurück. Aber gleich werdet ihr wissen, warum. Ich werde mal so tun, als ob ich nicht wüsste, was passieren würde. Was für eine elende Gestalt, einfach ein unschuldiges Kind anzugreifen. Hab keine Angst, mein Kind. Ich bin Toriel, Hüterin der Ruinen. Ich komme hier jeden Tag vorbei, um zu sehen, ob jemand abstürzt. Du bist seit langer Zeit der erste Mensch, der hier ankommt. Komm mit, ich begleite dich durch die Katakomben. Hier entlang. Okay, ernsthaft. Ich meine, ich habe es auf Englisch schon durchgespielt. Frischer Wind, wenn es auf Deutsch ist. Es fühlt sich komplett anders an. So. Die Schatten der Ruinen überragen dich. Das erfüllt dich mit Entschlossenheit. HP vollständig geheilt. So komisch, ich bin immer noch die englische Sprache gewohnt. Ja, na gut. Entschlossenheit, das neue Determination. Willkommen in deinem neuen Zuhause, mein Kind. Ich werde dich über die Ruinen genauer aufklären.
natürlich. Wir müssen viele Puzzles lösen. Vor allem auf Papyrus. Die Ruinen sind voller Rätsel. Antike Verkettungen aus Umwegen und Türschlüsseln. Du musst sie lösen, um dich von Raum zu Raum bewegen zu können. Bitte gewöhne dich an diese Umstände. Natürlich. Keine Sorge, Toriel. Nur die Furchtlosen kommen weiter. Tapfere und Tollkühne gehen nicht den mittleren Weg. YOLO, Leute. Um Fortschritte zu erzielen, musst du Schalter betätigen. Hab keine Angst. Ich habe die passenden Schalter markiert. Was steht denn hier auf dem Schild? Drücke Z, oder in dem Fall A, weil ich mit dem Xbox-Controller spiele, um Schilder zu lesen. Ja, was du nicht sagst. Danke fürs Markieren. Lass uns einfach weitergehen, Toriel. Ich meine, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesehen. Wunderbar. Ich bin stolz auf dich, mein Kind. Lass es in den nächsten Raum gehen. Jetzt tu nicht so, als ob das so eine harte Aufgabe war. Als Mensch im Untergrund werden dich manche Monster attackieren. Für solche Situationen musst du vorbereitet sein. Fürchte dich nicht. Es ist ganz einfach. Wenn dir ein Monster begegnet, starte deinen Kampf. Wenn du in einem Kampf bist, dann plaudere einfach freundlich. Nach einiger Zeit wird sich der Konflikt dann lösen. Übe doch einfach an dieser Attrappe. Okay, wir werden an diesem Dummy einfach üben. Mal sehen. Du begegnest der Attrappe. Tat ist also das neue Act und Gnade ist Mercy. Das ist so komisch. Okay. Dann analysieren wir mal. Null Attack, null Defense, ein Herz aus Wolle und Knopfaugen. Der Trappe scheint gleich umzufallen. Okay, dann lass uns mal reden. Du sprichst mit der Trappe. Sie scheint nicht für Plaudereien übrig zu haben. Tori scheint zufrieden zu sein. Du warst siegreich. Na super. Ah, sehr gut. Das hast du gut gemacht. Wow, ich bin echt super im Sprechen, ha? In diesem Raum gibt es auch ein Rätsel. Ich frage mich, ob du dahinter kommst. Ja, wir werden sehen. Ich schätze schon. Immerhin. Oh. Immerhin habe ich das schon mal durchgespielt. Frogit greift an. Dann lass uns mal ein Kompliment machen, oder? Frogit versteht nicht, was du meinst. Fühlt sich aber dennoch geschmeichelt. Ja, verpiss dich. Mama Toriel scheint das nicht zu freuen. Du warst siegreich. Der östliche Raum entspricht dem Entwurf des westlichen Raumes. Aha, ist das so? Na los. Das ist das Rätsel. Jedoch. Hier, nimm meine Hand für einen Augenblick. Das ist eigentlich das seltsamste Rätsel im kompletten Spiel, wenn ihr mich fragt. Ich meine, wieso sind da Stacheln? Wieso gehen wir von alleine? Was ist das für ein Rätsel? Das macht ja nicht einmal Sinn. Nichtsdestotrotz. Die Rätsel sind ab jetzt einfach zu gefährlich. Du hast dich soweit gut geschlagen, mein Kind. Ich muss dich jedoch um etwas Schwieriges bitten. Ich möchte, dass du das Ende dieses Raums alleine erreichst. Vergib mir bitte. Warte! Mama Toriel, warte bitte! Ich flehe dich an, du kannst mich doch nicht einfach so alleine lassen. Ich meine, als ob jetzt da uns Monster angreifen würde. Ist auch scheißegal, aber... Jetzt bin ich auf mich alleine gestellt. Lässt mich einfach alleine unter den Monstern. Ich meine, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr als Mensch unter Monster seid? Okay. Die Monster hier in der Unterwelt sehen eigentlich ziemlich nett aus und ähneln Tieren, aber trotzdem. Grüße, mein Kind. Keine Sorge, ich habe dich nicht verlassen. Ich war die ganze Zeit hinter dieser Säule. Ich danke dir für dein Vertrauen. Es gab einen guten Grund für diese Aufgabe. Ich wollte deine Selbstständigkeit testen. Ich muss meiner Arbeit nachgehen und dich eine Weile hier lassen. Bitte bleib hier. Es wäre gefährlich, alleine weiterzugehen. Ich habe eine Idee. Ich gebe dir ein Handy. Wenn du das brauchst, dann ruf einfach an. In Ordnung? Sei artig, ja? Keine Sorge. Keine Sorge. Du kannst mir voll und ganz vertrauen. So, hallo. Hier spricht Toriel. Du hast den Raum doch nicht verlassen, oder? Doch? Es gibt einige Rätsel, die ich dir noch erläutern muss. Es wäre gefährlich, wenn du alleine weitergehst. It's dangerous to go alone. Take this. Sei artig, ja? Klick. Na gut. Quack. Entschuldige, Mensch. Ich habe einen Ratschlag über das Bekämpfen von Monstern. Wenn du eine Tat erzwingst oder kämpfst, bis ein Gegner fast besiegt ist, dann möchten sie dich eventuell gar nicht mehr bekämpfen. Wenn ein Monster nicht kämpfen möchte, bitte, zeige ein wenig Gnade, Mensch. Quack. Ja, natürlich werde ich das tun. Aber zuerst gib mir mal die Monster-Candies. Oh, oder Bonbons. Gib mir mehr. Je mehr, desto besser. Man weiß eigentlich nie,
wann es nötig ist. Du warst zu schnell. Die Bonbons fallen auf den Boden. Verdammt. Das Spiel knistern der Blätter erfüllt dich mit Entschlossenheit. Ich bin völlig... Ja. Ich kenne doch schon die Katzeleier. So. Lass uns einmal ein Kompliment machen. Er versteht, was ich meine, aber fühlt sich dennoch geschmeichelt. Stark errötet. Quark. Ach ja. Kann ich schon Gnade zeigen? Ja. Du warst siegreich. Und ich habe außerdem 2 Gold erreicht. Ich meine, erhalten. Verdammt. Bin trotzdem noch ein bisschen in der englischen Sprache, Leute. Ihr wisst warum, ihr wisst Bescheid. Ring. Hallo, hier spricht Toriel. Ohne speziellen Grund, was magst du lieber? Zimt oder Karamell? Zimt. Oh, in Ordnung. Vielen lieben Dank. Klick. Hallo, hier spricht Toriel. Du lehnst Karamell nicht ab, oder? Ich kenne deine Vorlieben, aber... Wäre es schlimm, das auf deinem Teller zu sehen? Genau. Ich verstehe. Vielen Dank für deine Geduld übrigens. Klick. Was haben wir denn? 3 von 4 grauen Steinen empfehlen, dass du sie schiebst. Der vierte... Dem ist das egal. Oh, wir können ihn eigentlich auch einfach so verschonen. Das war echt easy. Okay, Leute, warte ganz kurz. Gesundheit. Gut. Ich glaube, der erste Part, ich werde ihn bis nach Toriel spielen. Und dann, ja. Werden wir mal kurz pausieren bis zum nächsten Part. Übrigens, Leute, wenn euch das gefällt, das Commentary auf Deutsch, generell Undertale auf Deutsch, dann Daumen hoch. Ich zähle auf euch. Einmal verschont und noch zu Frogit. Na gut, einmal ein Kompliment, damit das Fröschchen stark errötet. Es ist so komisch auf Deutsch. Sorry, Leute, es ist so komisch. Aber ich glaube, es war eine gute Idee. Ich glaube wirklich, es war eine gute Idee, dass ich auf Deutsch beginne mit den Videos. Lasst uns die schieben. Molzmal blockiert den Weg. Das ist doch easy. Einfach verschonen. Denen ist das egal. Wow, vorsichtig, Kumpel. Wer sagt, du könntest mich einfach herumschieben? Du fragst mich also, ob ich mich bewegen würde. Okay, nur für dich, Mäuschen. Du willst, dass ich mich noch weiter bewege? In Ordnung. Gut so? Nein? Das war die falsche Richtung. Okay, ich denke, ich verstehe. Okay, aber da bleibst du auch, okay? Alles hilfreich. Seht ihr euch an? Ich glaube, ja, natürlich bewegt er sich jetzt. Ich soll dort bleiben. Du lässt es mich richtig aus. Ja, was soll ich sonst tun? Sonst will ich nicht weiterkommen. So, der Gedanke, dass die Maus eines Tages ihr Loch verlässt und den Käse findet, er erfüllt dich mit Entschlossenheit. Und natürlich die Maus. Der Käse liegt hier seit langer Zeit. Er klebt am Tisch fest. Tja, ob der Käse noch genüsslich wird für die Maus, das ist die andere Frage. Napster Blue, sind sie schon weg? Der Geist gibt ein lautes Z von sich und tut so, als würde er schlafen. Mit Kraft bewegen? Na, natürlich. Hier kommt Napster Blue. So, aufmuntern natürlich. Du schickst Napster Blue ein freundliches Lächeln. Hä? Natürlich weint er. Meiner Meinung nach ist es der coolste Geist im kompletten Spiel. Moment mal, ist es nicht der einzige Geist? Okay, einmal wieder aufmuntern. Jetzt sehst du selbst der Blug einen kleinen Witz. Bin gerade nicht in Stimmung. Entschuldige. Na los, komm. Selbst der Blug möchte dir etwas zeigen. Lass es mich versuchen. Ich nenne es Eleganz Blug. Gefällt es dir? Ja. Schöner Hut. Er flirt mal. Oh nein. Normalerweise besuche ich die Ruinen, welche niemand ist. Aber heute habe ich eine nette Person getroffen. Oh, ich schweife wieder ab. Ich bin einmal weg. Okay, wir sehen uns. Was haben wir hier? Haben Sie es verpasst? Spinnen, Kuchen, Bazar rechts unten. Kommen Sie und genießen Sie Gerichte von Spinnen für Spinnen ausspinnen. Ja, ich mache. Ich hoffe, ich habe nur genug... Nein, ich habe nicht einmal genug Geld, dass ich mir da was leisten kann. Ich glaube, das Billigste dort kostet 7 Gold. So. Quack, quack. Ich habe gehört. F4 sorgt für ein Vollbild. Aber für was steht F4? 4 Frösche?
diesem Raum habe ich höchstens 3 Frösche gesehen. Das macht mir jedenfalls Sorgen. Quack. Natürlich meinst du die F4 Taste auf dem Keyboard. Quack, quack. Ich hörte, du bist für einen Menschen recht gnädig. Du weißt bestimmt, dass du ein Monster verschonen kannst, wenn sein Name Gelb ist. Wie denkst du darüber? Sehr nützlich. Es ist wirklich nützlich. Verschonen bedeutet nur, dass du nicht kämpfen möchtest. Eines Tages musst du es vielleicht sogar ohne gelben Namen versuchen. Aber das macht's natürlich viel einfacher. Hallo. Es ist schon eine Weile her, seit ich aufgeräumt habe. So schnell habe ich gar keinen Besuch erwartet. Wahrscheinlich liegen überall viele Sachen herum. Du kannst etwas nehmen, aber nicht mehr, als du tragen kannst. Vielleicht findest du eines Tages etwas, das dir wirklich gefällt. Dafür solltest du immer ein wenig Platz in deiner Tasche lassen. Klick. Oh, und da haben wir schon wieder. Lux nähert sich. Na, analysieren wir das mal. Schikaniere ihn nicht. Familiennamen Augenläufer. Bitte nicht schikanieren. Okay. Nur wenn du mich nicht attackierst. Nicht schikanieren. Endlich versteht es jemand. Ja, ich verstehe es, aber wieso möchtest du mich trotzdem noch angreifen? Macht dir keinen Sinn. Du warst siegreich. So, es gibt nur einen Schalter. Die Frage ist, wo ist jetzt dieser Schalter? Ah, ich glaube, ich erinnere mich, Leute. Hier ist der. Wenn ihr fragt, warum kann ich mich so gut erinnern? Naja, ich habe vor kurzem eigentlich erst den Genocide Run gemacht. Sprich, das böse Ende, das schlechte Ende. Und ja, deswegen weiß ich's. Reicht für ein Monster, unterliegt keinem Naturschutz. Frischer Geschmack am Morgen. Tja. Verschlingen, essen. Du klopfst dir auf den Bauch. Vegetoid bietet dir ein gesundes Mahl an. Ist ein Grünzeug. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum Kinder eigentlich kein Gemüse mögen. Na los, noch einmal. Ich muss es einsammeln, sonst funktioniert das nicht. Super schon. Da haben wir es. Dankeschön. War echt köstlich. Ein Grünzeug. Gesund. Und wichtig. So, mal sehen. Da muss doch irgendwo Schalter sein. Wir drücken den Schalter. Du vernimmst ein klares Klicken. Wer fragt, was hat das bewirkt? Tja, hier sind jetzt diese Stacheln weg und ich kann passieren. Wenn du das liest, drücke den blauen Schalter. Tja. Da war kein blauer Schalter, deswegen war ich hinter der Säule. Ah, noch mehr, Leute. Wie wäre es, wenn ich einfach fliehe? Geflohen. Nie in der Zeit jetzt dafür kämpfen. Ich meine, ich bin ein Mensch. Bin nicht in guter Stimmung zum Kämpfen. Ah, wenn man vom Kämpfen spricht. Natürlich, da kommen gleich 3 Monster auf einmal. Ich bin dann mal weg. Was haben wir hier? Nein. Toll, ich mache wieder denselben Fehler, den ich damals vor circa 2 Wochen auch gemacht habe. Okay, den haben wir jetzt. Und ich glaube, hier ist wieder ein Schalter versteckt. Jawohl, das ist der, den ich gesucht habe. Okay, Lux, ich werde dich nicht schikanieren, dafür lässt du mich in Ruhe, okay? Weil das ist echt unnötig. Dankeschön. Wenn du das liest, drücke den grünen Schalter. Habe ich bereits gedrückt? Ich meine, ich habe nicht gesehen, dass er grün war, aber ich weiß, dass ich ihn gedrückt habe. Ich glaube, hier auf der rechten Seite war nur so ein Spielzeugmesser. Bin mir nicht sicher. Quack, quack. Nur zwischen uns beiden. Ich sah Toriel vor einer Weile hier vorbeilaufen. Sie trug einige Lebensmittel mit sich herum. Ich fragte nicht nach, wofür sie sind. Wir sind zu schüchtern, um mit dir zu reden, Quack. Aber Komplimente nehmt ihr gerne entgegen, oder? Du findest das Spielzeugmesser. Ich brauch's eigentlich nicht ausrüsten. Ist echt unnötig, weil ich nicht vorhabe, in diesem Run die Leute, ich meine die Monster, zu attackieren. Ich versuche jetzt einmal einen True Pacifist Run zu machen. Und ja, aber ich kann's trotzdem verkaufen. Oh je, das hat länger gedauert, als ich dachte. Ich bin genau vor dir. Wie bist du hierher gekommen, mein Kind? Bist du verletzt? Nicht ein Kratzer. Erstaunlich. Dennoch, ich hätte dich nicht so lange alleine lassen sollen. Es war unverantwortlich, dich auf diese Art und Weise zu überraschen. Ich denke, ich kann es wohl nicht länger geheim halten. Komm mit, mein Kind. Ja? Bin sofort. Ich bin genau hinter dir. Oh, ich meine, du bist schon drin. Der Anblick eines hübschen Hauses inmitten der Ruinen verleiht Entschlossenheit. Determination, guys. Riechst du das? Überraschung. Es ist ein Karamell-Zimtkuchen. Ich dachte mir, wir feiern deine Ankunft.
Du wirst während deines Aufenthalts eine schöne Zeit erleben. Deswegen verzichte ich heute Abend auf Schneckenkuchen. Hier, es gibt auch eine weitere Überraschung. Oh, ich freue mich schon echt drauf. Das ist es. Ein Zimmer, ganz für dich allein. Ich hoffe, es gefällt dir. Wird es hundertprozentig. Breite etwas an. Fühle dich einfach ganz wie zu Hause. Ist es nicht schön hier? Und kuschelig. Und die liebe Toriel hat mir ein Stück Karamellzimtkuchen hinterlassen. Okay, ich muss echt sagen, wirklich lieb von ihr. Toriels Tagebuch, markierten Eintrag lesen. Natürlich. Ich bin nämlich ein Arschloch. Du liest den Eintrag. Wieso wurde das Skelett entlassen? Weil es nie mit dem Herzen bei der Sache war. Der Rest der Seite ist voller Witze von ähnlichem Kaliber. Definitiv größer als ein Doppelbett. Ich liebe diese Musik in Undertale. In der Schublade finden sich Blumensamen und einige kaputte Buntstifte. Zimmer wird renoviert. Für wen aber? Es ist ein Spiegelbild. Und verdammt, sehe ich geil aus. Okay, Mama Toriel. Was machst du, Liebes? Oh, schon aufgestanden. Ich wollte dich wissen lassen, wie froh ich bin, dass du da bist. Es gibt so viele alte Bücher, die ich mit dir teilen möchte. Ich zeige dir meinen Lieblingsort zum Käfersammeln. Ich habe sogar einen Stundenplan für deinen Unterricht erstellt. Das mag dich jetzt eventuell überraschen, aber ich wollte schon immer eine Lehrerin werden. Ach, vielleicht ist es gar nicht so überraschend. Trotzdem! Ich bin froh, dass du hier lebst. Oh, möchtest du etwas Bestimmtes? Was gibt es denn? Tja, wann kann ich gehen? Ich muss mich verpissen, tut mir leid, Leute. Was meinst du? Das hier? Ist jetzt dein Zuhause? Möchtest du etwas über das Buch erfahren, das ich lese? Es trägt den Titel 72 Anwendungen für Schnecken. Was meinst du? Wo ist der Ausgang? Wie wäre es mit einem Fakt über Schnecken? Wusstest du, dass Schnecken sich nicht als dass sie sich nicht als Schnürsenkel eignen? Interessant. Wo ist der fucking Ausgang? Ich muss etwas erledigen. Bleib bitte hier. Ja, natürlich. Wo sind die Messer? In der Spüle klebt ein weißes Fell. Ekelhaft. Die Größe des Kuchens schüchtert dich zu sehr ein, um ihn zu essen. Der Ofen ist wirklich sauber. Tori benutzt wohl eher Feuermagie. Im Geschirrschrank liegen Keksmesser für die Kuchenmonster. Okay. Leute, es sieht so aus, als könnte ich endlich diesen Ort hier verlassen. Und ja, yeah. Muss sagen, ich find's echt geil, dass es das auch auf Deutsch gibt. Also, großes Lob an den Entwickler. Ich meine eigentlich an den Übersetzer. Du möchtest wissen, wie du nach Hause kommst, nicht wahr? Bei uns liegt das Ende der Ruin. Ein Ausgang, der zum restlichen Untergrund führt. Ich werde ihn zerstören. Nie wird je wieder hier rauskommen. Und sei bitte ein braves Kind und gehe wieder nach oben. Na, fix nicht. Sicherlich nicht. Jeden Menschen, der hier runterfällt, trifft das gleiche Schicksal. Ich muss es immer und immer wieder mit ansehen. Sie kommen, sie gehen, sie sterben. Naives Kind. Wenn du die Ruinen verlässt, werden sie... Asgore wird dich töten. Ich beschütze dich nur, verstehst du? Geh in dein Zimmer. Nein. Ich meine, ich kenne dich seit 20 Minuten nicht mal. Versuche nicht, mich aufzuhalten. Das ist die letzte Warnung. Okay. Calm your tits. Du möchtest so dringend gehen. Du bist genau wie die anderen. Es gibt dafür nur eine Lösung. Beweise dich. Beweise mir, dass du stark genug bist, um zu überleben. Ja, wenn es weiter nichts ist. Toll blockiert den Pfad. Analyse. 80-80. Weiß, was für dich am besten ist. Ja, weil sie genauso wie eine Mutter ist, ha? Oh, verdammt. Ich kann mich echt nicht mehr an diesen Kampf erinnern. Na gut, lass uns... Ah, ich wollte nicht analysieren, ich wollte reden. Blödes Xbox-Pad. Sorry. Ich bitte dich. Lass uns drüber reden, sei vernünftig. Hier kommen keine Gesprächsthemen in den Sinn. Ah, come on. Irgendetwas Einfaches. Warum bin ich im Ärmel so schlecht? Ich hatte kein Problem beim letzten Kampf in Genocide. Werde nicht sagen, worum es da geht. Du versuchst wieder etwas zu sagen, doch. Doch, nö. Na los, wird schon gehen. Ironischerweise scheint Reden nicht die Lösung für die aktuelle Situation zu sein. Verdammte Scheiße! Okay, Gnade. Wir werden
Ja, lieber schon. Genau, ich glaube, es war so. Wir mussten ganz oft verschonen spammen, damit sie uns in Ruhe lässt. Okay, mal dazwischen nehmen wir uns mal Monster Bonbon. Dankeschön. Dankeschön, lieben Items. Ehrlich gesagt, Genocide war viel einfacher als True Pacifist, wenn ihr mich fragt. Na los, wir verschonen dich. Weil auf mich willst du eh nicht hören. Nehmen eine Reihe mehr mit Punkten. Das blöde Feuermagie. Lass mich in Ruhe. Du musst verstehen, dass ich nach Hause möchte. Was tust du? Ich versuche dich zu verschonen, weil ich keine Lust habe, mit dir zu kämpfen, logischerweise. Kämpfe oder fliehe. Auf einmal fliehen? Ich soll fliehen. Okay, wenn du sagst, ich soll fliehen. Ich habe Besseres zu tun. So ist es richtig. Geh nach oben. Oh, das meinst du. Mit fliehen. Verdammte Scheiße! Was beweist du denn damit? Ja, gute Frage, was ich damit beweise. Aber Bock habe ich nicht zu kämpfen, vor allem, weil ich gleich am Sterben bin. Ach, wisst ihr was, Leute? YOLO. Bekämpfe mich oder fliehe. Nö! Ich habe doch gesagt, dass ich keine Lust habe. Ja, Monster Bomber habe ich immer noch im Inventar. Okay, jetzt müssen wir echt hoffen, dass alles okay ist. Hör auf! Nö, 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 Mami. Ich muss echt gehen. Ich habe echt Besseres zu tun. Schau mich nicht so an. Ja. Blicke sagen manchmal mehr als Worte. Geh weg! Alter, ich bin echt am Verrecken. Okay, sicher, sicher. Ah, okay, was passiert denn hier? Seht ihr das an? Sie versucht es gar nicht mehr. Ich weiß, du möchtest nach Hause, aber... Aber was? Ich bitte dich, geh nach oben. Nö, ich verspreche, dass ich auf dich aufpasse. Ich weiß, wir haben nicht viel, aber... Aber was? Wir können ein gutes Leben führen. Kein Bock auf ein gutes Leben. Warum machst du es so schwer? Weil ich Bock hab zu gehen. Bitte geh nach oben. Lass mich jetzt bitte passieren. Bedauernswert, nicht wahr? Nicht einmal ein Kind kann ich retten. Nö, echt nicht. Aber, ich verstehe. Du wärst hier unten nur unglücklich. Abgeschnitten von der Außenwelt. Die Ruinen sind wirklich klein, wenn man sich aber daran gewöhnt. Es wäre nicht richtig, dich hier aufwachsen zu lassen. Meine Erwartungen, meine Einsamkeit, mein Kummer. Für dich, mein Kind, werde ich sie beiseite legen. Wenn du wirklich die Ruinen verlassen möchtest, werde ich dich nicht aufhalten. Aber wenn du gehst, dann komm bitte nicht zurück. Ich hoffe, du verstehst das. Ja, natürlich. Ich werde aufpassen. Mach's gut, Ziegenmami. Lebe wohl, mein Kind. Leb wohl, Toriel. Ich bin gleich das größte Arschloch auf der ganzen Welt. Sie kümmert sich um mich und ich möchte trotzdem abhauen. Da kommen gleich die Tränen. Okay, wunderbar. Wir sind eigentlich so gut wie weg. Das war eigentlich so das erste Tutorial von Undertale. Deswegen hieß sie auch Toriel. Und auf Wiedersehen. Oh nein, 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 nein. Flau ist wieder da. Clever, sehr clever. Du denkst wohl, du bist besonders klug. Oder nicht? In dieser Welt willst du töten oder getötet werden. Du hast es also geschafft, nach deinen Regeln zu spielen. Du hast das Leben einer einzelnen Person verschont. Ich wette, du fühlst dich großartig. Diesmal hast du niemanden getötet. Doch was wirst du machen, wenn dir ein eiskalter Mörder begegnet? Du wirst sterben und sterben und wieder sterben. Bis du schließlich ermüdest. Was machst du dann? Tötest du aus Frustration? Oder wirst du diese Welt aufgeben? Und mir die Macht der Kontrolle überlassen? Ich bin der Prinz für die Zukunft dieser Welt. Keine Sorge, kleiner Herrscher. Mein Ziel ist kein Königsmord. Das macht das Ganze so viel interessanter. Du bist so ziemlich das abgefuckteste Monster, das ich je gesehen habe. Naja, auf Wiedersehen, Flowey. Endlich haben wir diesen Bereich verlassen. Und eigentlich würde Undertale jetzt richtig beginnen, Leute. Aber da ich ja schon vor einer langen Zeit angefangen habe, das zu recorden, über eine halbe Stunde eigentlich, würde ich sagen, das war's mit der ersten Episode von Undertale. Wo ist der Save Point? Wo ist der Save Point? Muss ich doch speichern, oder? Na toll! Ich wollte eigentlich schon mein Outro machen, aber noch habe ich nicht gespeichert.
Das ist jetzt so ein richtiger creepy Shit. Aber müsst euch keine Sorgen machen, Leute. Gut. Das spielt noch ein, zwei Minütchen weiter, bis ich beende. Aber trotzdem, ich hoffe, ihr habt schon mal einen Daumen nach oben gelassen. Seht euch das an. Wen haben wir denn da? Also, ehrlich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich echt angeschissen. Mensch, weißt du nicht, dass man Fremde grüßt? Also eigentlich hat meine Mutter mir gelernt, dass man nicht Fremde begrüßt. Dreh dich um und schüttle meine Hand. Na los. Und da haben wir es. Der Furztrick. Der Trick mit dem Furzkissen in der Hand. Hört immer gut an. Wie auch immer, du bist doch ein Mensch. Nicht wahr? Das ist ja zu komisch. Mein Name ist Sans. Sans das Skelett. Eigentlich soll ich hier nach Menschen Ausschau halten. Aber weißt du, ich habe wirklich keine Lust, irgendjemanden zu fangen. Aber mein Bruder Papyrus ist ein absoluter Menschenjagd-Fanatiker. Hey, wenn mich nicht alles täuscht, steht er dort drüben. Hier kommt eine Idee. Geh durch dieses Tor dort. Ja, geh einfach durch. Mein Bruder hat es beim Abstand, hat sich beim Abstand verschätzt. Ja, ist echt einfach. Schnell, versteck dich hinter dieser praktisch geformten Lampe. Das Beste ist, dass die Lampe genauso aussieht wie ich. Was geht ab, Bruder? Du weißt genau, was abgeht, Bruder. Es ist 8 Tage her und du hast noch immer nicht deine Rätsel neu kalibriert. Du hängst nur außerhalb deines Postens herum. Was machst du überhaupt? Die Lampe anstarren. Die ist wirklich cool. Willst du mal nachsehen? Nein! Ich habe keine Zeit für sowas. Was passiert, wenn ein Mensch von hier vorbeikommt? Ich muss bereit sein. Ich möchte es schaffen. Ich muss es schaffen. Ich werde einen Menschen fangen. Dann werde ich, der große Papyrus, all die Dinge kriegen, die ich mir so sehr wünsche. Respekt, Anerkennung. Ich werde endlich der Königsgarde beitreten können. Die Leute werden fragen, ob ich ihr Freund sein möchte. Ich werde jeden Morgen in Küssen baden. Vielleicht hilft dir ja diese Lampe. Sans, du bist mir keine Hilfe, du fauler Knochen. Da hängst du herum und schindest Zeit. Du bist jeden Tag fauler und fauler. Hey, entspann dich. Ich habe heute wirklich sehr hart gearbeitet. Knochenhart. Okay, ich muss zugeben, auch in Deutsch sind die Witze lustig. Komm schon, du ekelst doch. Ja, und? Ich hasse es. Man muss jemand Großartiges wie ich so viel für ein wenig Anerkennung schuften. Wow, du klingst ja nach einem echten Knochenjob. Puh, ich werde mich meinem Rätsel widmen. Was ich dir für deine Arbeit rate, zeig ein wenig mehr Rückgrat. Perfekt. Okay, du kannst jetzt rauskommen. Na gut, du solltest besser gehen. Er kommt bald zurück. Und falls er das tut, musst du noch mehr meiner tollen Witze anhören. Ehrlich gesagt, Sans Witze sind die besten. Hey, warte. Ich will dir keine Umstände bereiten, aber... Weißt du, mein Bruder war in letzter Zeit nicht besonders gut drauf. Er sah noch nie zuvor einen Menschen. Also könntest du ihm helfen? Keine Sorge, er ist nicht gefährlich. Selbst wenn er es versucht. Vielen Dank im Voraus. Ich gehe schon mal vor. Das ist nicht nach vorne. Okay, Leute, endlich sind wir beim Speicherpunkt. Die Wohlgeformtheit dieser Lampe erfüllt dich noch immer mit Entschlossenheit. Okay, Leute. Wie gesagt, das war der erste Part von Undertale. Ich find's echt großartig, dass es echt einen deutschen Patch davon gibt. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr von dem deutschen Undertale-Spiel sehen möchtet, dann unbedingt einen Daumen nach oben. Würde mir echt helfen. Und wie immer, don't forget to subscribe to join the Blubberhood, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und einen Daumen hoch zu geben und einen Kommentar zu hinterlassen und mir Feedback zu geben. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das versucht habe, auf Deutsch irgendwie zu machen. Hört sich scheiße an, ich muss mir was überlegen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ciao. Today, I'm gonna start doing German videos on Luigi Kid German. It would be absolutely amazing if some of you could subscribe. I know that I've got a few German people, Austrian people, and people from Switzerland. So please go ahead, feel free to subscribe. It would really help me out a lot, guys. And for all the English-speaking people, don't worry.